schnell zurück. Ja, willkommen zurück, Leute. Bei Fallout New Vegas Dead Money. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach der Schrulle Christine. Wo ist sie? Okay, hier scheint es keinen anderen Weg zu geben. Also runter. Und wo sind wir? Hier sind wir wieder am Anfang. Nein, nein. Gebe doch nicht. Dann lade ich nochmal. Sind wir wieder oben? Nein, wieso sind wir wieder herunten? Nein! Ah! Und da muss doch noch irgendwas sein. Jetzt müssen wir nur nochmal durch. Ah. Keine Tür, keine Tür, keine Tür, keine Tür, keine Tür. Ja. So, das haben wir gar nicht eingesammelt hier. Will zurück. Zurück zum Stützpunkt. Ach, geht doch mal ruhig. Zur Kirche. Vermisse die Kirche. Ach, hier war nur die Lesebrille. Hier war nur die Kleidung. Und hier waren die Malerchips. Ja. Hier rein. Da rein. Ja, ich laufe im Kreis. Die Stimme kommt nicht zurück. Ach, Hülsen, Hülsen. Ja, nehmen wir mit. So, jetzt speichern wir aber. Ja, wohin? Das ist doch alles versperrt. Wir müssen irgendwie darüber. Darüber. Aber da geht's nicht rüber. Und hier ist alles nur Gift. Ah, wohin? Wir müssen da rein. Mag's hier nicht. Will zurück. Zurück zum Stützpunkt. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche. Aber hier geht's nicht weiter. Nein, hier geht's nicht weiter. Ah! Ja, ich spring nochmal runter. Das gibt's doch nicht. Kann's doch nicht geben hier. Lasst mich doch rein hier! Ist der weggegangen? Doc wird gut sein diesmal. Ja, hier waren wir schon. Ach, hier ist noch ein Weg. Ha! Ah. Jetzt haben wir die leere Mikrofusionszelle. Ah! Ja, hoffentlich kann die uns mal heilen hier. Was steht denn hier? Run, run, run. Ja, raus aus der Wolke. Ja. Ah. Aktivieren. Klinik-Sicherheitsterminal. Ja, aktivieren wir mal. Gut, was haben wir denn hier? Sicherheitshologramm-Status. Verhalten einstellen. Sicherheitsnachrichten betrachten. Wartungsnachrichten. Ja, egal. Mal hier. Patrouilliert im zweiten Stock. Okay. Verhalten einstellen. Neues Verhalten wird hochgeladen. Gut. Sicherheitsnachrichten betrachten. Ach. Auch kein Mensch. Wartungsnachrichten. Was haben wir hier? Installation und Wartung. Wartung. Ach, so interessant wird es auch nicht sein. Ja, wenigstens können wir hier mal wieder. In der Signatur. Vorsicht vor den Sicherheitshologrammen. Sie anzugreifen ist zwecklos. Also nicht schießen. Warum leuchtet der so rot? Das ist mir unheimlich. Speicher. Gut. Der moderne Arzt. Au, ja, was denn? Aua! Ach, verdammt! Dann machen wir es eben auf andere Art und Weise. Hihihihi. Na, na, na. Ja! Und Stimpack. Hat jetzt kein Handgelenk-Halsband mehr. Doc trotzdem gut im Nicht gesehen werden.
Verkaufsautomaten-Code. Steampack, ja. Jo. Wow. Ich hab den doch nicht angegriffen. Ich hab doch nichts gemacht. Jetzt bleibe ich hier dem mal fern. Leiche. Ja, was hat der Angriff? Schon vollkommen Mikrofusionszelle, Martini. Ja, gut. Kopf. Hätten nicht kommen sollen. Machen Doc hungrig. Aktivieren Terminal. Gasleck. Bla bla bla. Ja, gut. Sicherheitsanzüge. Sind heute eingetroffen. Ja, das ist interessant. Sie sind starr und es ist schwer darin zu gehen. Ja, kein Problem. Es war schwer, die Schnallen wieder zu öffnen. Ein Arbeiter musste mir heraushelfen. Ich wies die Arbeiter an, die Anzüge beim Arbeiten der Schaltstation bereitzuhalten und vorsichtig damit umzugehen. Wir haben nur wenige davon. Ich bat Sinclair, mehr zu kaufen, als in der Villa ein Gasleck auftrat. Machte Kostenvorschläge für weitere Lecks, um meine Meinung zu untermauern. Dabei war das gar nicht nötig. Er stimmte den Antrag sofort zu. Dann bat er mich nach den Chemieschutzanzügen sind heute ein. Hey. Dann bat er mich nach den. Jetzt. Arbeitern zu sehen, um sicher zu gehen, dass sie okay sind. Gut. Ja, ich will so einen Anzug. Das ist. Ja, was machst du für Geräusche? Gut, nehmen wir mit. Hilfekasten. Ja. Wir nehmen nur mal das saubere Wasser mit. Killeranzug. Yeah. Komm, das Messer. Killeranzug. Kleidung, schauen wir mal. Killeranzug, Schleichen plus 10. Schön, schön. Ja. Wenn man hier Lesefrille kann weg. Legere Vorkriegskleidung kann weg. Weg, weg. Sonnenbrille weg. Vorkriegs weg, weg. Alles weg. Die kann auch weg. Die in der Rüstung, die Sieramade-Rüstung. Also die hatten wir vorher an. Das war die Security. Ja. Schauen wir mal. Immer Doc. Ja, sieht doch gut aus. Anschreien, weil Doc hungrig. Kann nicht aufhören. Ja. OP-Schlauch. Was haben wir hier? Stützbandage. Ja, noch ein paar Stimpacks wären. Nicht schlecht. Aber gut, wenn wir uns eh nachher noch ein paar kaufen können an den Automaten. Sag ich auch nicht nein. Nein! Hilfe! Hilfe! Ja, was tun wir denn da? Sei weg! Nein! Jetzt? Nein! Jetzt? Nein! Nein! Ah, Hilfe! Ach, verdammt. Warum taucht er jetzt auf? Will zurück. Ja, super. Wink mir nur. Du. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche. Jetzt gehe ich aber gleich weg. Der ist ja voll getarnt hier. Jetzt geht er weiter. Gut. Ich würde sagen, dann schleichen wir uns raus. Ah, der ist leer. Kuckuck. So hungrig. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Diese verfluchten Lautsprecher am Ende des Saals. Das rote Licht heißt, sie sind geschützt. Aber irgendwo muss man sie ausschalten können. Gut, ich schau hier mal rein. Ein paar Chips. Und was haben wir hier? Noch ein paar Chips. Ja, da klopft wer. Und Doc in Ruhe lassen. Alle verkrüppelten Körperteile heilen. Adrenalin, um Erschöpfung zu heilen. Ja, tun wir mal. Hier.
Pass auf, mach mal. Kostet doch nichts, oder? Hoffe ich mal. Doc mag hier nicht. Luft riecht verbrannt und nach Blut. Aber irgendwas klopft hier. Ich höre es klopfen. Und ihr hört es wahrscheinlich auch, aber... Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das bringt uns... Nüsse hier. Geh weg, du. Ja, geh weiter. Mann. Jetzt geht er weiter. Ach, verdammt, das ist geschützt. Ja, toll. Ja, was machen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Ist der weggegangen? Doc wird gut sein diesmal. Steht er wieder da vorne. Geh weiter! Ach Mann! Hat er ihn gesehen wahrscheinlich? Jetzt komm mal rein hier. Anschreien, weil Doc hungrig. Du wirst mal schön hier warten. Ja. Ja gut, jetzt geht er. Hahaha, jetzt geht er, jetzt geht er. Gut, also wir müssen hier irgendwie einen anderen Weg finden. Dann werde ich mal hier den Gang runter gehen und ja. Kommt er wieder zurück? Ja. Doc mag hier nicht. Luft riecht verbrannt und nach Blut. Ah, geh nur vorbei, geh nur vorbei. Ja, was bleibt denn der schon wieder da stehen? Jetzt geht er weiter, jetzt geht er weiter. Wohin? Rauf, runter, rauf. Oh, ich geh mal runter. Doc mag hier nicht. Ja, Leute, und was da unten ist, sehen wir nicht, sondern wir sehen mal, was oben ist. Denn unten kommen wir nicht rein. Ja, und was da oben auf uns lauert, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.